Hallo Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. Susan und Mitzi sind in ihrer Wohnung oder in Susans Haus und untersuchen die Wohnungen. Und wir müssen immer noch uns einiges einfallen lassen. Wir könnten natürlich auch mal rausgehen. Wollen die aber rausgehen? Nee, ne? Bestimmt nicht. Der Kerl versteckt sich hier in diesem Haus. Es gibt keinen Grund, nach draußen zu gehen. Okay, aber dann hat man das mal ausprobiert. Warum sie die Blumen nicht mag, wissen wir ja mittlerweile auch, was nicht schön ist. Dann müssen wir noch ein Ablenkungsmanöver hier für sie starten. Ich könnte mir vorstellen, dass das über den Hund vielleicht gehen könnte, damit die Oma abgelenkt ist. Aber es ist im Moment gut, dass sie da unten ist, da wir jetzt mal versuchen werden, in diese eine leerstehende Wohnung einzubrechen. Hier, wo merkwürdigerweise auch die ganzen Katzen sind. So, und jetzt wollen wir mal... Ja, öffnen wird ja wohl nicht gehen. Genau, abgeschlossen. Jetzt mal hier Fähigkeiten. Knack das Schloss. Finden wir erstmal ein Schloss. Wie? Das ist doch hier. Would you like to try your famous lockpicking skills on this lock here? Let's see. A young child could open this lock with a piece of wire. That's fantastic. Have you done it yet? No. I can't work when you're looking over my shoulder. Me, yes. Do you mind? No, sure. I'll just walk away for a minute and stare at the wall, if that's what it takes to get this done. Thanks. Komisch, dass sie das nicht kann. Wenn sie zuguckt, aber... Das sind halt so ihre Diebesfähigkeiten. Und wir warten einfach mal. Klingt, als hätte sie sie geöffnet. Oha, jetzt sind wir also drinnen in der Schraubenschlüssel. Ja, den nehmen wir mal mit. Super. Können wir gebrauchen. Wie war das oben mit dem Fahrrad? Wir brauchen ein Werkzeug. Das sollte ja dann hier alles kein Problem mehr sein. Hier ist ein Loch in der Decke. Loch? Dieses Loch muss kürzlich erst gemacht worden sein. Das da oben ist Joey Davis' Wohnung. Was denkt er sich bloß dabei, Löcher in den Boden zu machen? Direkt auf der Kante steht ein schwarzes, glänzendes Ding. Ich kann von hier aus nicht genau sagen, was es ist, aber es sieht aus wie eine Statue. Aha. Und wenn wir da hingreifen, da komme ich nicht ran, ist so hoch. Wenn dieser Tisch da rechts nicht so kaputt wäre, könnte ich mich bestimmt draufstellen. Aber da er total verrottet ist, würde ich wohl nur fallen und mir das Genick brechen. Ich muss einen anderen Weg finden, diese Statue da runterzukriegen. Krass auch, dass, total verrottet. Wir werden jetzt also, nehme ich mal an, so Wohnung für Wohnung uns durcharbeiten und für alles gibt es wahrscheinlich irgendwie einen Plan und eine Lösung. Da ist die sonnige Seite des Gebäudes. Meine Seite ist immer dunkel, so scheint es zumindest. Was haben wir hier? Clearly this place is empty. I reckon we can cross it off the list. Also hier ist keiner drinne. Ja, beliebige Taste drücken, okay. Okay, dann haben sie das schon mal gestrichen. What does depression feel like? Well, it feels like all I want is to die, but I have to live. That's funny. Most of the time I feel like I want to live, but I have to die. Oh, wir haben hier eine Steckdose. Untersuchen. Nur eine normale Steckdose. Für was brauchen wir die wohl? Oh, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Steckdose noch für irgendwas brauchen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie erstmal einen Laptop oder sowas finden, einen Computer, über die der Typ diese ganze Todesscheiße irgendwie macht, dass sie dann das da ranstöpseln wegen Strom und so und dann gucken die sich das in der leeren Wohnung an und finden darüber das vielleicht heraus. Wäre witzig. So, wir haben hier das Fahrrad und Pedal. Jetzt nehmen wir doch mal hier Schrauben und benutzen den Kram. Habe ich mir fast gedacht, dass das geht. I'm back in the house. So, und wir wollen nicht mit ihm reden?
Nein, ich will nicht mit ihm reden. Er muss einen anderen Gegner reinzusuchen. Okay. Dann haben wir dem ja jetzt eine Lektion erteilt. Was war hier? Das hatten wir gestrichen, ne? Deswegen. Oder? Deswegen ist da nichts mehr, ne? Ja, hatten wir gestrichen. Jetzt müssten wir noch irgendwie die Hundegeschichte müssten wir halt noch irgendwie auch noch mal hinkriegen. Das Ablenken irgendwie. Das ist ja unsere Wohnung. Ja, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Wer wohnt hier nochmal nebenan? Ach, das Pärchen. Okay. Könnte man denn da mal machen? Und was machen wir jetzt vor allem mit diesem Lumpen auch? Können wir da vielleicht mit dem Strom irgendwas machen? Ich glaube, da muss ich noch mal einen hochgehen. Wir können ja auch nicht in die Wohnung zurück, also in unsere. Sonst hätte ich jetzt ja auch gedacht, dass man da auch vielleicht noch mal was holen muss oder so. So, ich probiere das hier mal einfach. Finde sicherlich einen besseren Ort dafür. Okay. Können wir denn hier machen? Benutzen. Aha. Ich meine, das Werkzeug haben wir auch nicht mehr. Da kann ich nichts machen. Schalten wir das nochmal aus. Damit der Typ nochmal rauskommt. Können wir mit dem Kabel jetzt ziehen. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie fest am Zähler montiert. Irgendwas muss man da doch machen können. Das ist blöd. Jetzt kommt der Typ gleich wieder raus, aber es wird sich wahrscheinlich nicht viel getan haben. Kannst du vielleicht was machen? Oh, er kommt. Damn fuse just keeps tripping. It's like we're living in the Stone Age here. Jesse, can we talk to you, please? Later, mate, later. I'm really, really busy right now. Ich meine, der könnte es ja sein, ne? Das könnte ja der Typ sein, den sie sucht. Aber im Moment sagt Mitzi irgendwie noch nichts dazu. So, what next? If only we could get rid of that woman and her dog. Okay. Tja, da können wir nichts machen. Da fiel ihnen dazu jetzt schon was mal ein wieder? Nee, ohne Grund nicht. Nutzen? Nee. Also, ja, dann gehe ich mal kurz wieder weg. Also, die haben hier halt noch keinen Grund. Ich könnte mir halt vorstellen, mit diesen Kabeln hier und diesem ganzen Kram. Dass man da halt, klar, da kann man auch noch mal was machen, aber vielleicht fehlt mir dazu auch noch irgendwie was. Lasst euch ruhig Zeit beim Hin- und Herlatschen. So, da ist die da. Was ist hier rechts eigentlich noch? Gar nichts. Okay. Ach, da muss es irgendwas mit ihrem Hund geben. Hund. Tja. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, hier wohnen wir ja wieder. Ach, ich bin immer falsch. Ne? Können wir hier nochmal zurück? Nee, ne? Da kam keiner, oder wie war das?
Klopfen nochmal. Glaube, sie sind nicht da. Ist gut, ich mochte sie. Ja, dann könnte ja hier an der Stelle auch wieder Mizi, oder? Mach mal. Can you unlock this door for us? Let's see. Ich meine, wenn wir schon mal nebenan, haben wir auch noch nicht gemacht. You don't see these very often. This is a very special lock. It would take someone much more skilled than me to open it. Great. I thought you were an expert. I am. But this lock is just beyond me. Why would anyone need one of these here? They must have something to hide. Is there any other way we can get inside then? Well, not unless we can find some plastic explosives or a pneumatic drill. Or a key. Yeah, because I'm sure there's a key lying around here somewhere. Well, what can I say, my friend? Let's try to think positive. Okay, aber wir haben ja das Loch entdeckt gehabt unten in der leeren Wohnung. Also gehe ich mal davon aus, ja, dass das irgendwie darüber gehen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir im Keller vielleicht dazu was finden. Heizung. Ach so, die Heizung. Können wir die vielleicht stopfen oder so? Mit dem Lumpen. Genau. Da, packen wir den Kram darauf. Das findest du bestimmt total gut. Haben wir das da auch gefunden gehabt, den Lumpen? Klopfen wir. Da, ich meine, wir wissen ja, da ist nicht da, aber der Hund bellt vielleicht wieder. Ja. Können wir da nicht irgendwas machen? Nee, kann. Das ist eine als Kurbel kann das dienen. Okay. Kannst du hier vielleicht reingehen einmal, Mizi? Schlechte Idee, da ist ein Hund drin. Ich hasse Hunde. Okay. Echt nicht? Ah, dieser Köter. Okay. Menno. Mizi, sag mal was. Diese Heizungen sind einige der wenigen Überbleibsel von früher. Die meisten wurden abmontiert. Die, die noch da sind, funktionieren schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe den Lumpen über der Heizung ausgebreitet. Was jetzt? Jetzt gehen wir nach unten zu ihr oder so. Es sei denn, wir können hier nochmal beim Sofa was machen. Irgendwie müsste man die doch aufschrauben können. Das ist echt doof. Ich meine, und da waren wir ja schon drinne. Da können wir doch jetzt wieder einfach rein, oder nicht? Ich meine, ja, eben, weil die haben wir ja schon aufgeknackt. Nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehen habe, weil das hier halt so weitergeht, aber wir können da nicht durchgehen. Irgendwie müsste man doch ans Loch noch rankommen, wie gesagt. Kurbel. Fenster. Nee, ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, dass wir hier erst weiterkommen, wenn wir was haben. Wir gehen jetzt mal erstmal zur Oma mit dem Hund. Und, weiß ich nicht, ob sie sich darauf einlässt, halt, mit dem Lumpen. Vielleicht geht sie ja nach oben dann und will das wegräumen oder so. Wer ist William? Ich muss jetzt gehen. Na toll. Wer ist William? Who's William? William is my dog, of course. He's 12 years old, you know. He shouldn't be running after cats at his age. I have to go now. See you later. Vielleicht kann man den Lumpen noch irgendwie anfeuchten oder so oder irgendwas Blödes damit machen, dass, Entschuldigung, dass die Oma dann halt noch umgeht und dass es müffelt oder so oder wir müssen ihn anzünden oder ich weiß auch nicht. Ja. Jetzt an den Ach, sie schnüffelt sogar an den Blumen. Das geht und? Was da? Oh oh. Oha. Was war das jetzt? I'm sorry. I didn't mean to push it. Don't worry, Mrs. A. Could have happened to anyone. I'll clean it in a minute. But please, be more careful in the future, yes?
Ja, wieso ist die denn gleich kaputt gegangen? Aber vielleicht hilft uns das ja. Kaputte Vase. Ah, ich kann ein Stück Glas jetzt aber nehmen. Aha. Okay. Ich habe ein Stück Glas. Was mache ich denn jetzt mit diesem Stück Glas? Können wir das hier irgendwie benutzen? Ich kann irgendwas zum Schneiden. Irgendwas schneiden. Vielleicht könnten wir damit... Komische Idee, aber... Vielleicht einen Platten machen in den Kinderwagen. Oder so. Und dann halt darauf die Frau ansprechen, so, oh, sie haben Platten, bla, können wir ihnen helfen? Wir haben das gesehen oder so. Nur so eine Idee. Nee, ich kann hier nichts schneiden. Okay, schade. Scharf, ich muss aufpassen, ich habe schon genug von meinem eigenen Blut vergossen. Ja. Nur zu anzusehen, tut schon weh. Können wir was anderes? Also, die werden wahrscheinlich nichts haben. Genau, kein Grund immer noch. Hm. Ah, wir können aber das Kabel zerschneiden damit. Ja, klar. Hier kann ich nichts. Doch, du kannst das zerschneiden, glaub mal. So, aber ich muss mich wahrscheinlich beeilen oder so. Stromzähler ausschalten erstmal. So. Und jetzt benutzen. Ach Mann, warum machst du das denn nicht? Warum zerschnibbelt sie das denn jetzt nicht? Jetzt kommt der Typ gleich wieder raus und ich hab's nicht geschafft, ne? Ah. Voll doofi. Hm. Sind zu fest am Zähler montiert. Dann mach doch mal. Da kommt er schon. This fuse and me, we're playing a dangerous game. It seems I am losing, but I'm a patient guy. Jesse, can we have a quick word? Sure, but not right now. I'm right in the middle of something. Irgendwie hätte ich jetzt voll gedacht, dass das damit zu tun hat. Was kann ich denn dann zerschneiden? Ja, da fällt mir noch was ein, was man zerschneiden kann, natürlich. Und zwar das Sofa. Mal gucken, was wir dann da finden bei den Katzen, na klar. Aber das Kabel mal einfach durchzuschneiden, da wären die Nachbarn beide rausgekommen, weil dann hätten sie ja keinen Strom gehabt. Das war wieder falsch von mir. Immer vertue ich mich. Und ich hätte schon wieder in die erste Etage. Oh Gott, ich komme mit den Etagen wieder nicht. Ich kann gleich nochmal runtergehen. Ja, jetzt bin ich zu weit nach oben gegangen. Jetzt sind wir da, wo wir wohnen. Aber ich wette, dafür werden die Scherben gehen. Und manchmal stockt dieses Spiel immer noch so. Manchmal, so wie jetzt, latschen sie voll langsam. Und dann latschen sie wieder schnell. Es ist voll Panne. Habt ihr es dann, Leute? Ich meine, ist ja eigentlich meine Schuld, aber trotzdem. Gemütlich mal rauf, runter, rauf, runter. So, hier. Hier muss es jetzt aber. Das muss doch jetzt gehen. Wehe, das geht jetzt nicht. Jawohl. Boah, jetzt bin ich. Was kriegen wir jetzt? Was? Ich greif hinein. Jesse. Can we talk to you for a second? Valerian root extract. Cats love it. It has the same effect on them as catnip. They go absolutely crazy for it. You found it inside that sofa? Yes. I wonder how it got there. Maybe the Morrisons wanted to leave a goodbye gift for that woman and her dog? Yes. Well, they would. I always thought they were reasonable people. Oh, what a shame they moved out. Hm. Alles klar, wir haben jetzt also so eine, ja, Baldrian-Extrakt. Die Frage ist, können wir jetzt damit vielleicht die... Komm mal, wir könnten das doch hier da drauf kippen, dann würden die Katzen da voll abgehen. Hohoho. Dann kommen die Katzen dahin und der Hund dreht voll durch und dann kommt die... Come on, guys. The party moved over here. Aber echt. Jetzt geht's ab.
Jetzt kommen die Katzen dahin und die Oma dreht durch. Oh oh. Where are they? Mrs. A. Ja, sind die jetzt da oder sind die ganz weg? Doch, sie sind da. Well, aren't they quick? Da ist der Köter. This dog is making quite a racket. Someone should complain to the owner, don't you think? Definitely. She should put that broom down for a minute and sort a dog out. Yay. Aber irgendwie finde ich's doof, weil die hat kriegt ja nur noch mehr Hass dann auf sie und auf die Katzen. Und das ist ja auch nicht unbedingt besser. Aber okay, wir haben gesiegt, wir haben einen Plan. So, was sagst du jetzt dazu? Hallo, guten Tag. Ihr Hund bellt da oben ganz schön rum. Bla bla bla. Na komm schon. Also, wir reden mal mit ihr. Ihr Hund macht einen schrecklichen Lärm. Können Sie nichts dagegen unternehmen? Your dog is making horrible noise. Can't you do something? It's probably because your wretched cats upset him again. Poor William. I'd better check on him. So, ich... William! Oh Gott. Come back, my little prince. Ja. Are you sure the cat'll be all right? Please. These cats can easily outrun some old mutt. Yay. Okay, ich glaube, wir können bestimmt den Besen mitnehmen. Habe ich mir fast gedacht, weil der ist bestimmt gut für den Keller oder für was anderes. Ja, und damit können wir bestimmt jetzt auch hier rein, oder? I'm going to push this cabinet out of the way. I remember there was a door behind it. It's too heavy. I don't think that's gonna work. Are you kidding me? I'll show you how it's done. Stand back. There, the door everyone's forgotten about. Wow, you're stronger than you look, Mrs. A. Yeah, perhaps I am. Ja, und damit können wir dann hineingehen in den Keller. Mal gucken, was uns da erwartet im nächsten Part von The Cat Lady. Schön, dass wir ein Stück weitergekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.